Hallo. Wir sind live? Ja. Hallo, liebe Kunden. Hier ist euer Güdükmarkt. Ich bin's, der Fadi. Ich bin zurück aus dem Urlaub, aber nicht wirklich. Eigentlich bin ich noch gar nicht hier. Aber ich dachte, ich setze mal einen rein hier. Live-Video bei Facebook. Preisbekanntgabe hier. Preisupdate. Wir fangen hier draußen einfach mal an. Ich bin heute angekommen hier und sehe diesen riesen Baum hier. Ja. Hibiskus. Ne, wirklich toll. Guck dir das mal an. Riesenbusch, Leute. Der ganze große Top hier kostet 139 Euro. Ist zwar viel Geld, ich denke, sowas kostet draußen natürlich noch viel mehr, aber wirklich ganz was Feines. Wir haben tolle große Töpfe bekommen. Sherry-Tomaten, Leute. 6,99 der ganze Topf. Und da sind schon ganz, ganz viele Tomaten dran. Ja, richtig lecker im Geschmack. Guck dir das mal an, Tobi. Hier, ne, also 6,99 Euro und du hast hier schon bestimmt ein Kilo Tomaten, wenn nicht sogar mehr dran. Und kauf mal diese kleinen Tomaten einzeln im Laden, da zahlst du schon so viel fürs Kilo. Hier kriegst du einen ganzen Topf und kannst das ganze Jahr noch dran essen. Richtig geil. Ne? Schöne Pflanzen haben wir hier. Sommerstauden hier zum Beispiel auch 6,99 €. Auch wenn das Wetter hier nicht so mitmacht, wir haben die Farben trotzdem da, Leute. Es ist Sommer, also genießt es trotzdem. Ne? So. Also, einmal hier, aber jetzt gehen wir rein in die Obst- und Gemüsehalle. Ich habe nämlich auch meine Halle vermisst, meine Kühlhalle. Ne? Warte mal, hier, schöne Blumensträuße haben wir da, 4,99 Euro. Schau dir das mal an. Schön bunt, richtig frische Blumensträuße. Ne? So, und jetzt laufen wir rein. Milch habt ihr nach wie vor im Angebot hier bei Güdükmarkt. Und zwar geht das hier los mit der 1,5er. Sowas für 80 Cent der Liter, ja? Und die 3,5er für 90 Cent. Also Milch ist woanders nicht günstiger, nur bei Güdük. Obstgemüsehalle. Mustafa leckere Fleischhalle. So. Da sind wir im Kühlhaus, ja Leute, wenn ihr hier seid bei uns, es sind immer 7 Grad hier bei uns, denkt daran, ja. Fangen wir mal hier vorne an. Erdbeeren haben wir da, 3,49 € die Schale, 500 Gramm deutsche Erdbeeren, zuckersüße Ware. Hier daneben habe ich Heidelbeeren, 500 Gramm Schale, 1,99 €. Hey, grüß dich mein Lieber. Leckere Wassermelonen, die sind aus Marokko. Und wir müssen echt sagen, nee, jetzt nicht beim Video machen. Ne? Iss mal. Also wenn ihr bei uns seid, wir schneiden sie hier so. Ihr könnt sie bei uns probieren und probiert sie auch, Leute. Die sind richtig lecker. Das sind marokkanische, wollte ich gerade sagen. Dieses Jahr, auch letztes Jahr, waren das die besten Melonen. Also türkische gibt es, griechische gibt es, italienische gibt es. Sind auch alle wirklich top. Aber das sind die besten irgendwie. Ne? So, Kirschen, Süßkirschen haben wir da. Ganz dicke Dinger hier, ab 4,99 € das Kilo. Hier haben wir auch welche für 6,99 € das Kilo Knubberware. Saftige türkische Pflaumen, Pfirsiche, richtig lecker, ab 4,99 €. Tomaten hier, Avocado hier, schon mal. 1,29 € zwei Stück für 2 Euro. Weiter geht's. Cocktailparty am Wochenende, 11,99 € die ganze Kiste. 4,5 Kilo. Ich muss selber erstmal wieder reinkommen hier. Hier haben wir die Avocados. Hier haben wir ein Kirschenangebot. Hier sind 5 Kilo Kirschen. Das Ganze für 10 Euro aus der Türkei. Habe ich mitgebracht. Mangos, 89 Cent, 2 Stück, 1,50 Euro. Rote Johannisbeeren, 500 Gramm Schale, 1 Euro. Blaubeeren, 1,99 €, 500 Gramm, hatten wir vorhin schon gesagt. Jetzt gehen wir rüber. Hier haben wir Hausquetschen. Ja, das ist beinahe ein Kilo. 1,29 Euro, 2 Schalen für 2 Euro. Weintrauben haben wir hier, 500 Gramm in der Schale, 1 Euro, 2 Schalen, 1,50 Euro. Daneben habe ich hier nochmal auch kernlose Helle, ja, das Kilo für, nee, der Beutel hier für 2,49 €. Nektarin in der Schale, 1 Kilo drin, 1,29 Euro, 2 Schalen für 2 Euro. Zuckersüße Melonen, Leute, die sind richtig lecker, 1,69 Euro. Daneben haben wir Honigmelonen, 1,49 Euro, 2 Stück, 2,50 €. Dann siehst du hier Wassermelonen aufgebaut. Die Wassermelonen hier, die Minis, entweder die dunkeln oder auch die hellen gestreiften. Beide sind kernarm, das Stück für 1,49 Euro. Hört sich richtig gut an. Ne? So, dann machen wir hier weiter. Äpfel haben wir da ab 1,49 € das Kilo. Hier in Elster haben wir auch schon neue Ernte hier. Türkische Zuckerabrikosen.
1,29 die Schale, zwei Schalen für 2 Euro. Bunte Pflaumen in der Schale habe ich hier. 1,29, zwei Schalen, 2 Euro. Ja, hier haben wir spanische Pfirsiche, 69 Cent das Stück, 5 Stück davon 2,99. Hier im Angebot Cherrytomaten, Kilo 1,99 Euro. Oh, geil. Pimentos de Patron. Beutel für 1 Euro. Leute, die Dinger rein in die Pfanne, in Olivenöl, mit Knoblauch, schön anbraten. Wenn es fertig angerät, dieses schön Meersalz oben drauf und genießen. Richtig lecker. Bunte Cherrytomaten, 79 Cent. Zwei Schalen, 1,20 Euro. So, ganze Kiste Cherrytomaten haben wir hier für einen Fünfer. Salatherzen haben wir im Angebot, 69 Cent. Zwei Beutel für 1 Euro. Hier steht jetzt ein ganz besonderer Artikel, es steht Pflaumen dran, das sind französische René Cloden, sind das. Ja, wir haben einen Kollegen, der heißt René, wir machen uns immer lustig über ihn. Die Dinger sind richtig lecker, Leute. 5,99 Euro, etwas teurer, aber wirklich was ganz Feines. Ne? Die stecke ich mir gleich mal ein. Weiter geht's hier, ich gehe mal rüber. Hier haben wir den Weißkohl, den Plattenweißkohl, ja. Da kostet das Kilo 1,69. Mit dem könnt ihr schön Kohlrouladen machen. Der ist schön weich, ist der. Oder auch zum Einlegen. Na, richtig geil. So, Blumenkohl haben wir im Angebot. Ja, das Stück für 1,99 Euro. Zitronenbeutel sehe ich jetzt nicht von hier. Was kostet der heute? 99 Cent der Beutel. Möhrchen, 1 Kilo, 1 Euro hier bei uns. Haben wir hier Paprika, Tapia, der große Beutel, für 1,29. Paprika. Großer Beutel, 1,49. Paprika haben wir hier, so 1,49. Was steht hier? Auch 1,49, genau. Entweder rot oder auch gemischt. Ja? Cherrytomaten in der Schale, 1,99, zwei Schalen, 3 Euro. Gurken, wieder mega Preis hier. 49 Cent oder 3 Gurken für 1,20 Euro. So, weiter geht's hier mit Tomaten. Strauchtomaten, Leute, richtig schöne Dinger hier, 1,29 Euro das Kilo. Einlegergurken haben wir da, den passenden Einlegerdill haben wir dazu auch da. Ich habe dieses Jahr noch keine bekommen. Na, ich würde mich mal freuen über ein paar Salz-Dill-Gurken oder Gewürzgurken. Also, schöne Einlegergurken haben wir auch da. Pfifferlinge haben wir da. Es sieht einfach toll aus hier. Ich war ein paar Tage jetzt nicht hier und ich habe es echt vermisst. Ne? So. Fleischabteilung von Janni. Janni hat schon Feierabend. Er hat originale Thüringer Bratwürste da, ne, Thüringer Produkte hat er da, ne, und auch seinen Schweinenacken, Schweinelachs, hat er alles da. Mustafa in seiner Abteilung hat super Grillfleisch da oder auch zum Kochen Halal Produkte hat er da. Also Leute, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich hoffe, wir sehen uns hier im Markt. Danke fürs Zuschauen und bis die Tage. Ciao.